Hallo, ich hatte euch ja ganz zu Beginn, wie ich meinen Gips frisch gehabt habe, versprochen, dass ich mal versuchen werde, wie das ist, einhändig zu tragen und ob ich das hinbekomme. Ich habe es jetzt ausprobiert und möchte sozusagen meine Erfahrungen damit mit euch ein bisschen teilen, weil man kommt ja schneller mal in die Situation, dass man seine Hand verletzt hat und wenn man ein kleines Kind hat, kann es sein, dass man es dann trotzdem tragen muss. Ja, also hier ein paar Versuche von mir für das Tragen vom Bauch und am Rücken. Das ist ein Buzidil Standard. Ich habe extra eins ausgesucht mit weißen Trägern, damit ihr gut sehen könnt, was ich da eigentlich tue. Ja, die erste Hürde: Wie kriege ich das Ding an mir befestigt? So wird es schwierig. Also drehe ich es um, halte mit meiner verletzten Hand die weibliche Schließe, fädle die männliche ein und schließe es. Dann hole ich die Trage vor meinem Bauch und ziehe den Gurt hinten fest. Beim Buzidil gehen die Schließen in beide Richtungen, das heißt, ihr habt da die volle Auswahl. Ja, ich habe meine Trage schon ein bisschen vorbereitet und eingestellt auf die richtige Größe. Ich vermute, das werdet ihr schon gemacht haben, wenn ihr mal in die Situation kommt, dass ihr einhändig tragen müsst. Hier kommt jedenfalls mal mein Baby. Das ist die Frieda, die mir da heute hilft. Und ja, sag Hallo Frieda. Sie sagt nichts. Das ist ja immer so mit Kindern, oder? Wenn man ihnen sagt, sag Hallo, dann sagen sie nicht Hallo. Oder sagt Baba, dann sagen sie nicht Baba. Und wenn dann die Leute lang, lang, lang weg sind, dann sagt das Kind dann doch irgendwann mal Baba. Ja, leider hat es keiner mehr gehört. Aber so ist das halt. Ja, was macht ihr jetzt? Ihr klappt das Rückenpanel hoch. Mein Tipp für euch: Schaut, dass ihr hier auf der Seite, wo ihr eure Hand verletzt habt, die vordere Schließe lockert und zum Festziehen verwenden könnt. Ja? Zweiter Tipp: Macht den Brustgurt ganz lang. Idealerweise würdet ihr das schon machen, bevor ihr euer Kind hochnehmt. Den Brustgurt ganz lang machen. Warum? Das seht ihr dann gleich. Rückenpanel hochklappen. Ja. Schaut vielleicht auf der Seite, wo ihr die verletzte Hand habt, dass ihr die Sitzbürstchen von Haus aus drinnen habt, sonst müsst ihr nachher um euer Kind herumgreifen. Ihr schlüpft mit der verletzten Hand hinein und helft euch mit der gesunden Hand, den Schulterträger auf die Schulter zu legen. Dann stützt ihr euer Kind ab und schlüpft, holt euch die zweite Trage her. Den zweiten Schulterträger her und legt ihn mal vor euch. Dann nehmt ihr euch den Brustgurt, deswegen habe ich gesagt, macht ihn ganz lang und ihr könnt ihn schon jetzt schließen. So, jetzt kommt ein bisschen Limbo. Das heißt, ihr schlüpft jetzt mal unter dem Brustgurt durch, zu einem Baby in die Trage und dann schlüpft ihr mit der gesunden Hand, mit der beweglicher seid, durch den zweiten Schulterträger. Euer Kind sitzt jetzt schon bei euch in der Trage. Jetzt geht es ans Festziehen. Eine Seite festziehen, das ist die leichteste Übung. Zweite Seite festziehen könnt ihr da vorne. Ihr müsst einen Gegenzug aufbauen mit der anderen Hand, damit das funktioniert. Und ihr könnt dann, falls ihr so wie ich die Finger frei habt, hinten euch diesen Gurt schnappen. Ich kann mit der Hand nichts festziehen, weil das sehr, sehr weh tut. Darum muss ich jetzt sozusagen hier einen Gegenzug schaffen mit meinem Arm und versuchen hier vorne runter festzuziehen. Funktioniert aber ganz gut. So, und jetzt die finale Yoga-Übung. Wenn ihr nette Leute um euch habt, könnt ihr auch um Hilfe bitten. Ich bin da immer etwas zu stolz. Darum muss ich das jetzt selber schaffen. Der Brustgurt, der hängt jetzt hier. Den zieht ihr fest. Das läuft eigentlich auch soweit ganz leicht. Ja, und damit habt ihr euer Kind einhändig schon in der Trage. Noch das Sitzbürstchen reinklappen. Darauf achten, dass Babys Popo über den Hüftgurt hängt. Und los kann's gehen. Ja, und jetzt kommt die zweite schwerere Übung. Wie bekomme ich mein Baby einhändig auf den Rücken? Ich zeige euch das jetzt auch wieder vor. So rausschlüpfen. Ich mache dazu wieder die Schulterträger länger, weil das für mich einfach die Sache erleichtert. Das funktioniert relativ leicht, wenn man hier die Schließe anhebt, dann läuft der Schulterträgergurt leicht durch die Schließe durch. Das mache ich auf beiden Seiten. Also auch hier
einhängen, anheben und dann kann man einfach, ohne dass man viel tun muss mit der verletzten Hand, die Schließe langziehen. Ja? So, ich zeige euch jetzt die sichere Variante, wie euer Baby auf den Rücken bekommt. Es gibt natürlich auch viele andere Varianten. Wenn ein Kind schon selber springen kann auf den Rücken oder wo sitzen bleibt, dann tue ich mir natürlich viel, viel leichter, noch einmal das Kind auf den Rücken zu bekommen. Ich zeige euch jetzt die Variante, wenn euer Baby das noch nicht tut. Ihr nehmt euer Baby vor den Bauch. Ihr lockert ein bisschen den Hüftgurt, denn das erleichtert euch das auf den Rücken bringen sehr. Ihr klappt das Rückenpanel hoch. Ihr positioniert den einen Schulterträger zwischen euch und eurem Baby. Haltet mit der gesunden Hand. Dann haltet ihr mit der verletzten Hand, positioniert den zweiten Schulterträger. Mit der gesunden Hand greift ihr euch beide Schulterträger vor dem Gesicht eures Kindes. Die habt ihr ganz fest in der Hand. Und dann fahrt ihr mit der verletzten Hand durch den ersten Schulterträger durch, also durch den gegenüberliegenden Schulterträger. Das ist der Schulterträger, da fährt man einmal, der bleibt oberhalb der Hand und ich fahre durch den, der gegenüber meiner Hand liegt, fahre ich durch mit der Hand und dann behelfe ich mir mit dem Unterarm. Ich hiefe mein Baby auf den Rücken. Weiter. Dann halte ich den Popo von meinem Kind mit dem Arm und hole mir den Schulterträger hier hinüber. Da schlüpfe ich dann gleich hinein. So. Helf mir mit der Hand. Der Brustgurt lässt sich da hinunterschieben. Das solltet ihr idealerweise auch schon vorweg gemacht haben. Dann könnt ihr, ihr seid vorgebeugt und eine Hand habt ihr, also den Arm habt ihr auf Babys Popo. Und vorne schließt ihr euch einmal den Brustgurt. So ein bisschen ein Gefummel mit einer Hand. Zum Durchtreffen. So, genau. Festziehen. Und jetzt geht es schon wieder ans Festziehen. Also ich ziehe hier fest, da helfe ich mir. Und danach brauche ich wieder nur schauen, Babys Popo über den Hüftgurt positionieren, Pölsterchen hineingeben. Ja. Und schon habt ihr euer Kind trotz verletzter Hand auch auf den Rücken gebracht. So, ich bin jetzt zugegeben ein bisschen ins Schwitzen gekommen, aber so sehr bin ich das halt auch wieder nicht gewöhnt. Und ich muss es hoffentlich auch nicht mehr lange so haben. Was ich euch damit zeigen möchte, ist, es gibt immer einen Weg. Ihr müsst nur halt schauen, dass ihr kreativ seid und ein bisschen studiert, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, das hilft nicht. In diesem Sinne, happy baby wearing.